Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir machen uns heute ganz leckere Beetmenschen, also ein Klassiker unter den Plätzchen, finde ich. Ich liebe Marzipan und ich wollte euch das Rezept unbedingt mal zeigen. So, wir brauchen auch eigentlich gar nicht wirklich viel Zutaten. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Mandeln mit Haut. Ihr könnt natürlich auch ohne Haut nehmen, aber die kochen wir uns jetzt gleich, dass sie dann auch schön weich werden, dass wir sie besser auseinander bekommen. Dann brauchen wir noch 250 Gramm Marzipan. Das habe ich mir jetzt hier schon in kleine Stücke geschnitten oder gerissen. Also 250 Gramm Marzipan. Dann brauchen wir noch 60 Gramm Puderzucker. Ich habe noch 30 Gramm Mehl. Dann habe ich noch ein Ei. Das habe ich jetzt hier schon getrennt. Es gibt natürlich verschiedene Varianten. Der eine macht dann noch ein bisschen gemahlene Mandeln hinein oder ein bisschen Bittermandelaroma. Aber ich würde sagen, das reicht an Marzipan. Und dann können wir auch gleich schon anfangen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Topf. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen Wasser rein. Gerade so, dass die Mandeln alle bedeckt sind. Das lassen wir dann kurz aufkochen. Und lassen die Mandeln dann noch 2 Minuten im heißen Wasser nochmal ein bisschen köcheln. So, das haben wir jetzt gemacht. Wie gesagt, gerade 2 Minuten in heißes Wasser rein. Und da geht die Haut auch ganz leicht ab. Und hier können wir dann gerade in die Mitte reinstechen und dann geht es eigentlich auch ganz leicht ab. Wie gesagt, ich denke mal, das muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie das geht. Wie gesagt, es geht ganz leicht und einfach. So, das haben wir dann erfolgreich gemacht. Also ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, das geht ganz einfach. Und teilweise fallen sie dann auch schon alleine auseinander, bis auf das eine, wo ich jetzt hatte. Aber ansonsten geht es wirklich sehr gut. Und dann können wir auch gleich schon weitermachen. Ich habe mir jetzt eine Schüssel genommen. Ihr könnt natürlich auch die Rührmaschine nehmen. Da gebe ich jetzt das Ei schon hinein. Den Puderzucker. Das Mehl. Und das kleingerupfte Marzipan gebe ich jetzt in die Schüssel und das verkneten wir jetzt erstmal. Schmeckt gut. Also ich habe jetzt, wie gesagt, so 5 Minuten durchgeknetet. Also nicht wundern, der ist etwas klebrig. Ich habe ihn jetzt auf einen Teller und der kann jetzt auf jeden Fall erstmal für eine Stunde in den Kühlschrank. Den Teig, den habe ich jetzt rausgeholt. Das können wir jetzt auch gerade noch mal kurz durchkneten. Ich habe mir hier jetzt schon ein Backblech mit Backpapier und den Backofen habe ich auch hochgeheizt, 150 Grad Ober- und Unterhitze. Ich habe mir den Marzipan jetzt zu einer langen Schlange geformt. Sie ist nicht schön, aber doch selten. So, jetzt habe ich halt einen Teigschaber und schneide mir oder breche mir dann immer so kleine Stücke ab und das rolle ich dann zu Kugeln. Ich wollte es euch unbedingt mal zeigen. Also 25 Stück habe ich rausbekommen. Und da können wir jetzt auch jeweils 3 Mandeln da drauf setzen. Wir sind jetzt fertig, also schön mit der Spitze nach oben. Wie gesagt, 25 Stück habe ich. Ich habe jetzt das Eigelb und 2 Esslöffel Milch und das verquillen wir jetzt gerade mal kurz. Die Plätzchen, die können wir dann jetzt mit dem Eigemisch einpinseln. Das haben wir jetzt auch erfolgreich gemacht und das kann jetzt für 20 Minuten in den Backofen und ich freue mich schon, wenn sie fertig sind. Unsere Beetmenschen sind jetzt fertig. Wenn ihr wollt, wenn es euch noch ein bisschen zu hell ist, könnt ihr gerne noch mal 3-4 Minuten länger drin lassen. Das ist gar kein Problem, aber warm schmecken sie auf jeden Fall am besten. Sogar der Thorsten hat eins gegessen, der mag Marzipan überhaupt nicht. Stimmt's, mein Schatz? Genau. Die sind so zart und ganz weich und noch ein bisschen warm. Super. Also wie gesagt, das war jetzt meine Variante. Jeder macht es vielleicht ein bisschen anders da. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, wie ihr so euer Beetmenschen macht. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss, ihr Meise. Ciao.